bin's, Alina. Heute gibt es einen kleinen Food-Haul. Ich schreibe dir auch wieder rein, wie viel Restbudget in dem entsprechenden Umschlag noch drin ist. Und dann gibt es noch eine lustige Geschichte aus dem täglichen Leben meinerseits. Und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei dem Video. Und ich würde sagen, wir legen los. Kaffee Nummer 2 steht hier erst. Der erste Kaffee ist dazu da, dass ich nicht über meine eigenen Füße falle. Kaffee Nummer 2 ist dann dazu da, dass mein Sprachzentrum auch wirklich richtig funktioniert. Und wie du siehst, der ist noch nicht ganz getrunken. Also ich bin heute Morgen um 4:15 war es aufgestanden, weil unser Ernesto hier vorne ganz ausführlich gekräht hat. Dann habe ich mich erstmal fertig gemacht, habe alle Hühner rausgelassen, weil ich dann gleich, nachdem ich Liam in die Schule gebracht habe, gleich einkaufen gefahren bin. Also den typischen Ergänzungseinkauf, was eben jetzt einfach gerade so fehlt. Das heißt, es ist jetzt kein riesengroßer Einkauf, es sind trotzdem 2 Tüten geworden, für die ich 48,64 Euro ausgegeben habe. Aber wir sind gerade dabei, unseren Vorratskeller und auch unseren Tiefkühler etwas leerer zu essen, denn die neue Gartensaison ist ja bereits mittendrin. Wir haben schon die ersten selbst geernteten Zucchinis oder Zucchinis, je nachdem, wie man es denn gerne aussprechen möchte. Und ein paar Gurken, glaube ich, 2 hängen auch im Gewächshaus. Ich habe heute trotzdem noch mal eine Gurke mitgenommen. Und ich würde sagen, die lustige Geschichte oder die interessante oder auch die Alena total verpeilt und hat noch von nichts einen Plan, die erzähle ich euch oder dir am besten zum Schluss. Also ich fange jetzt einfach an. Ich habe mitgenommen eine Gurke, weil ich weiß, wir haben 2 hinten im Gewächshaus, aber die möchte ich noch ein ganz klein wenig größer werden lassen und darum haben wir uns schon mal noch eine Gurke mitgenommen. Auch wieder mitgenommen. Nudeln, damit das nämlich dann auch zu den eingeweckten und eingekochten Gemüse passt. Sei es überbacken mit Käse oder auch eben einfach so. Meine Tomaten, ich drehe hier im Anschluss dann gleich an dieses Video einen Gartenrundgang. Ich habe schon mal gelinst, es sind schon ein paar zu sehen, trotzdem noch nicht reif genug, weshalb ich wieder Tomaten mitgenommen habe für Liam Snackteller als Pausesnack oder eben einfach so mal schnell zwischendrin jetzt. Bananen durften auch nicht fehlen. Brauchen wir ja auch ganz oft. Ich habe zwar hier noch 3 Stück liegen, die schon ein bisschen überreif sind, aber so mag ich die eigentlich am liebsten, weil die dann schon richtig schön lecker, zuckrig nach Fruchtzucker und richtig schön reif schmecken und die knall ich mir dann immer in meinen kleinen Blendigo 2 Mixer mit ein bisschen Milch und dann mache ich mir da nämlich immer einen kleinen Smoothie draus und das finde ich total lecker, das geht immer. Unsere Apfelbäume auf der Streuobstwiese haben gut angesetzt, was die Fruchtbildung angeht. Einiges werfen sie wieder ab, weil es zu viel ist und auch hier einfach zu trocken. Und ich komme im Gießen nicht hinterher bei knapp 2000 Quadratmetern. Ich gebe es auch auf in manchen Bereichen. Aber deswegen dürften erstmal Äpfel, ein 2-Kilo-Sack natürlich, nicht fehlen. Mit reingerieben ins Weichfutter für die Hühner oder eben auch für die Kaninchen oder eben auch für einen Koda. Oder eben ja, einfach mal so schnell zwischendrin ganz normal als Snack wie sonst auch. Karotten und ich im Anbau, ich habe es hinten gemacht, einige kommen auch, trotzdem, bis die dann soweit sind. Ich brauche ja Karotten für die Kaninchen, für die Hühner und auch jeden Tag eine Karotte für unseren Koda, der hier unter mir steht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, aber ich glaube nicht, dass... nein, so groß ist er noch nicht. Auf alle Fälle habe ich dann auch noch 2 von diesen Bickett schokolierte Erdnüsse mitgenommen. Die knabbere ich ganz gerne abends im Bett beim Fernsehen gucken. Und dann brauchte ich wieder Sahne zum Kochen. Sei es für unsere Aufläufe mit dem selbst eingekochten Gemüse und Nudeln oder eben auch für die Soßen. Hier sind jetzt 4, es müssten aber noch ein paar weiter drin rumfliegen. Dann habe ich für Liam seine Lieblingsjoghurts wieder mitgenommen. Das sind diese Safari, die hier, also die bunten
wie die Smarties Puddings, nur eben in der Günstig-Variante von Safari oder von Milbona Safari bunter Vogel. Meine Herren, jetzt hat es 6 Stück und dann auch noch 4-mal die Milbona Joghurtcreme Vanillegeschmack New York Style. Also 4 von denen habe ich auch. Bei so warmen Wetter, ich meine, gut, heute ist es Gott sei Dank bewölkt, worüber ich sehr froh bin. Gehen auch mal schnell ein paar Joghurt zwischendrin. So, hier sind meine anderen 4 Sahnepäckchen, also insgesamt 8-mal Sahne. Für mich habe ich dann wieder Käseaufschnitt mitgenommen für meine Männer, weil wir sonst ein bisschen, also wir haben schon noch einiges im Kühlschrank, drum eben nur Ergänzungseinkauf, aber dann auch die Delikatesse Geflügelmutterdella, 2 Packungen, bis ich gelernt habe, wie ich aus meinen zu vielen Hähnen Wurst mache. Nun muss es jetzt erstmal die tun, aber irgendwann schaffe ich das auch. Weil wir ja gerade keine Hähne haben, die wir noch essen könnten, klingt jetzt total gemein, ich weiß, 2-mal Hühnerfrikassee, weil Liam das sehr, sehr gerne isst. Auch wenn wir unseren Tiefkühler leer machen, Reis habe ich immer da und Frikassee geht immer. Auch wieder mit musste das Schoko-Hafermüsli, weniger süß. Das ist auch für uns alle. Und Liam hat ja auch noch seine eigenen Cornflakes aus La Plata-Mais. Und von dem her passt das auch. Morgen ist Freitag. Und freitags ist bei uns immer Pizzaabend. Für Liam die Kleinen, die es natürlich nicht mit einmal gibt. Und dann für meinen Mann die Salami-Pizza, meine Käse-Pizza. Da habe ich noch eine im Tiefkühler liegen und dann brauche ich auch erstmal keine mehr. Muss ich mal kurz gucken, was da draußen los ist, weil Koda so... Nee, alles gut. Ist gut. Alles in Ordnung. Nichts los. Weil Koda hier gerade an der Tür so ganz interessiert guckt. Also das muss dann auch noch gleich unbedingt wieder in den Tiefkühler. Auch mitgenommen habe ich wieder das rustikale Vollkornbrot, die Backmischung. Weil ich ja das Brot wirklich jetzt komplett selber backe und die rieselt schon raus. Gut, damit kann ich leben. Das ist von Bell Bake, die 1000 Gramm. Ideal für den Brotbackautomaten mit langzeitaktiver Hefe. Die Backmischung rustikales Vollkornbrot. Da kriege ich pro Packung 2 Brote raus und damit fahre ich immer ganz gut. Wir brauchen so in der Woche 2 Brote. Und ich habe immer ganz gerne noch eine Packung mindestens auf Reserve, falls wir dann doch mal öfter Brotzeit machen. So, dann ist diese Tüte auch leer. Und ich hoffe, ich bin jetzt noch im Bilde, wenn ich mich hinsetze, um meinen Kaffee zu schnappen. Das war jetzt so der kleine Einkauf für 48,64 Euro bei Lidl. Lustig heute. Ich muss mich da auch noch dran gewöhnen. Ich bin gerade bei Lidl. Denkt mir nichts Böses in dem Sinne. Und pack meine Geflügelmutterdella in den Einkaufswagen. Auf einmal kommt sie von links. Hi, Alena. Wie sie lebt und lebt, Alena guckt hoch. Hi, packt weiter ihre Wurst ein. Will ich weitergehen? Liebe Julia, an dieser Stelle, wenn du das siehst. Ja, so ist es, wenn man mich vor meinem zweiten Kaffee erwischt. Steht Julia eben da, grinst ganz breit, wird auch schon so langsam rot. Ich habe sie dann wahrscheinlich mit einem Gesichtsausdruck angeguckt, so nach dem Motto, was willst du? Und dann kam, ich gucke alle deine Videos, können wir vielleicht ein Foto machen? Dann habe ich erst geschaltet. Für mich, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber wenn du 37.000 Abonnenten auf meinem Kanal siehst, dann denkst du dir wahrscheinlich, wow. Für mich ist es immer wieder eine ganz, ganz neue, interessante Erfahrung, wenn ich dann tatsächlich erkannt werde. Und ich sag's dir ganz offen und ehrlich, das kommt alle Jubeljahre mal vor. Also 2-3 Mal im Jahr vielleicht. Das heißt, ich schalte nämlich da auch nicht sofort, weil ich das gar nicht im Hinterkopf habe, dass es ja ein Abonnent sein könnte. Also so wie du. Ich dann so, ja klar, können wir ein Foto machen. Tiefkühl, also Kühlregal Wurst im Hintergrund oder Dosensuppen. Alena halt, wie sie leibt und lebt. Ne? Wir mussten dann beide lachen. Haben dann auch ein schönes Foto gemacht. Der restliche Lidl, der das mitgekriegt hat, der war genauso perplex wie wahrscheinlich ich am Anfang. Die konnten das wahrscheinlich auch nicht wirklich einordnen. Wir haben uns dann noch total toll unterhalten. Also wenn du mich irgendwo mal sehen solltest, es ist für mich auch völlig neu, wenn man mich erkennt. Du darfst mich dann sehr gerne ansprechen.
Gib mir aber bitte immer noch den Tritt, dass du meine Videos guckst, damit ich das einordnen kann, wo ich dich hinstecken darf. Also hinstecken darf. Mein Staubsauger fängt an zu laufen, weil der ist auf 8 Uhr getimt. Ich lasse jetzt die Tür noch schnell zu. Also, liebe Julia, sei mir nicht böse, wenn ich am Anfang ein bisschen trocken rüberkam. Ich bin's noch nicht gewöhnt, erkannt zu werden. Ja, das war jetzt die kleine, lustige Geflügelmutter-Della-Geschichte, die ich meinem Mann heute Morgen noch schnell erzählt habe, als ich vom Einkaufen wieder da war und er dann gerade auf dem Sprung zur Arbeit war. Das wird mich jetzt jedes Mal bei Lidl an der Wursttheke erinnern, wenn ich dann wieder einkaufen muss. Und ja, genau, also kurz und gut, ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch, der ganz normal einkaufen geht und von nichts einen Plan hat und gelegentlich auch einen Schubs braucht, woher du mich kennst. Ja, lustige Geschichte. Mir hat das meinen Tag sehr, sehr versüßt. Mir hat es meinen grauen Morgen sehr erhellt. Ich danke dir dafür, liebe Julia. Und genau, dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.